So, Servus, legen wir gleich los. Ich habe jetzt nochmal die Cessna 310 Arc-Nummer von Mühlwitz, weil am Sonntag ist das Community-Event und ja, da möchte ich halt ein bisschen sicherer fliegen und da in der Zeit so viele Flugzeuge geflogen bin, will ich ein bisschen meine Routine wieder, zu meiner Routine wieder kommen. Ich habe gerade auf der Landkarte gesucht, auf der Weltkarte da von Flugsimulator, welche Gegend zurzeit Sonne hat. Ja. Also Europa ist im Schatten. Ja, da ist dunkel. Und jetzt habe ich den Flugplatz ausgesucht. Ja, gucken wir mal nach, wie es da ist. Kenne ich nicht, also ich bin mir jetzt nicht bewusst, dass ich ja schon mal gelandet oder gestartet wäre. In dem Flugplatz oder bei dem Flugplatz gibt es bloß einen einzigen Parkplatz. Da ist südlich davon, hier. Und Wind haben wir. Moment, da wird nichts angezeigt. Gehen wir schon zurück und wieder rein. Immer noch kein Wind angezeigt. Das ist blöd, weil dann kann ich vorausgehen, dass nachher beim Start vom Flug das Live-Wetter nicht korrekt dargestellt wird. Gehen wir nochmal raus. Nochmal rein. Okay. SPGL. Der Name kommt mir aber bekannt vor. Egal. Dann gehen wir einfach mal hier rauf. Eieiei. Da wollte ich hin. Okay. Sind dagegen keine Wetterdaten zu verfügbar. Moment. So, ich habe gerade niesen müssen. Währenddem habe ich das Mikro kurz ausgemacht. Hier sind auch keine Wetterdaten. Gucken, wie es in Europa aussieht. Keine Wetterdaten. Keine Winddaten. Okay. Suchen wir was anderes. Da haben wir jetzt Winddaten. Dann gehen wir nochmal auf Europa Westen. Und okay, dann hoffen wir mal, dass das jetzt. Na, gehen wir doch da hin. Okay, das war Süd. Ach, gefühlt seht ihr mal nicht mehr, da geht auch die Sonne unter. Okay, dann gibt es keine Wetterdaten von dem Flugplatz. Wir hoffen mal, dass die irgendwas Brauchbares dann generiert. Und jetzt müssen wir mal schon gucken, ab wann da die Sonne untergeht. Ja, so 18 Uhr sind sie.
Dann bin ich jetzt eine Uhrzeit von 17 Uhr. Okay, eine Stunde kann ich fliegen. Aber dann muss ich in eine Gebirge schon wieder runter. Also starten wir durch. Ja, wie gesagt, ich muss wieder ein bisschen Routine kriegen in die 40. Ich habe jetzt viel zu oft, viel zu viel Flieger durchtestet. Und mit der Zeit verliert man einfach die einzelnen Flieger aus der Auge, beziehungsweise die Routine geht einfach verloren. Das geht gar nicht. Im echten Leben sind die Piloten auch nicht so, dass sie jeden Tag mit einem anderen Flugzeug fliegen. So, sieht man gar nicht schlecht aus, die Gegend. Das würde mich noch interessieren, was. Ja, aber das Tal ist da total im Schaden. Ich glaube, ich war die Uhrzeit eine Stunde zurück, so dass wenigstens ein bisschen Sonne im Tal ist, sonst ist ja ruckzuck, bin ich da im Schaden geplätzle. Also starten wir doch. So, spielen wir gleich mal. Ja, gut. Jetzt mal gucken. Ja, das habe ich mir gedacht. Keine Wölkchen, kein gar nichts. Spielen wir ein bisschen weiter, Gott. So, Uhrzeit. Spielen wir ein bisschen zurück. So. Genau. Und Wetter. Jetzt habe ich es. 3 Knoten von 224. Mit Standardluftdruck 12 Grad. Ein paar Folge will ich schon. Und zwar nehmen wir die von FEC. Das heißt Floyd Epic Clouds. Das ist live. Das ist kostenlos von FlightSim.to. Gefrorene Nebel, so kalt muss es nicht sein. Ja, die ganze Wetterpräsenz sind nicht alphabetisch geordnet. Ich glaube, das sind nach der Windstärke geordnet. Das WPP ist auch ein Add-on, wo ich gekauft habe. Ja, wenigstens ein paar Wolken. Es kommt der Wind von der anderen Richtung. Okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Höhe und Kreiselkompass kalibrieren. So. Bin schon auf 4000 Fuß. Okay. Okay. Dann das hier vor. Das tun wir ein bisschen zurück, weil wir ja schon ein bisschen Höhe hin. So, dann Lichter. Ich schalte Bacon ein. Ich bin Metzger, der heißt Bacon. Und Navigationslichter. Okay. Dann. Jetzt habe ich aufpassen mit der Temperatur. Moment, wo haben wir denn die Temperatur bei dem Flieger? Eine Temperaturanzeige bei dem Flieger, der normalerweise so ein Thermometer durch die Scheibe durch, so wie ein Backofen-Thermometer sieht es aus, wo man das Fleisch anpiekst, plus piekst das durch die Scheibe durch. Gucken wir mal kurz, wenn es jemand gefunden hat, laut schreien. Moment. Outside Temperature. Achso, ich habe noch keinen Strom. Also schalten wir mal die Batterie ein. -30 Grad Außentemperatur, okay. Ich schalte Pitot trotzdem mal. Moment. Das ist Pitot.
Dann geht nämlich nachher mein Licht aus in der, im Display und da bin ich immer beruhigt, wenn alle Lichter aus sind. Dann. Okay, mach mal die Magnetos an. Und Batterie habe ich schon an, dann schalte ich auch gleich die Generatoren ein und ich schalte auch gleich, was man nicht machen soll, die Avionik ein. Kreiselkompass und Höhe habe ich schon gesetzt. Okay, okay. Dann geht's wieder zu meinen Passagiere. 1, 2, 3, 4. Lass mich gerade, der Typ mit dem blau-weiß karierten Hemd oder gestreift Hemd ist wieder da. Der da. Den kenne ich überhaupt nicht, ey. Ich weiß nicht, der ist mir unsympathisch, der fliegt bei mir nicht mit. Ist wahrscheinlich ein Programmierer von dem Flugzeug, der was ganz wichtig gemacht hat. Was ganz Wichtiges gemacht hat, aber der. Ich kann. Iii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 
Schreibstoff auf Druck. Kommt in den Abmesser. Treibstoffmenge. Öl, Zylindertemperatur, Abgastemperatur. Wo sehe ich den Treibstoffdruck? Öldruck, Öltemperatur, Zylinderkopftemperatur. Abgastemperatur. Okay, ist das der Treibstoffdruck? Okay, Treibstoffdruck, alles klar. Okay, dann starten wir den Motor. Und das machen wir aus. Und ein bisschen mehr Gas. Auf 1700 Umdrehungen. Also ich habe jetzt die Mixtur so Pi mal Auge ein bisschen reduziert, wenn wir schon auf 4000 Fuß sind, und bei dem Flugsimulator muss man sehr früh abmachen, was angeblich im realen Denken nicht der Fall wäre. Ja. Okay. Dann ATC. Ja, wie zu erwarten, der ist nicht besetzt, da gibt es keinen Turbo. Sierra Papa Golf Lima Traffic Martin Romeo Juliet 66, taking off runway tree, 2 straight out departure. Jetzt habe ich schon da. Moment, ich muss erst mal das Rolle. Sierra Papa, mein Fehler. Golf Lima Traffic Martin Romeo Juliet 66 is taxiing to runway tree 2. Also, ich muss das Rolle ankündigen, dass ich die blaue Punkte sehe. Das sind. Ja. Ach doch, hier war ich schon mal. Da war ich schon mal. Ihr kennt's. Da ist ein Gas geschickt, dann kann ich hier näher auf die Landebahn, auf die Startbahn. Okay, ich war hier schon mal. Das heißt aber nicht, dass ich mich auskenne. So, wie sieht es mit den... So, okay. Sieht alles gesund aus. Dann gehe ich mal mit der Flaps Stufe 1. Handbremse löse. Right. Headtracking richtig eingestellt und lässt die Handbremse löse. Ja, da ist jetzt so ein Gewächs auf dem Boden, das sehe ich jetzt nicht. Jetzt sind die blauen Punkte da. Also ich weiß noch, beim letzten Mal, wo ich hier geflogen bin, da habe ich mal sämtliche Flughäfen abfliegen möchte. Haben wir das zur Aufgabe gemacht, also die, wo jetzt als Sternenflughafen rausgekommen sind. Das ist hier mit der Landebahn los. Ja, ich wollte mal einfach mal alle abfliegen und dann bin ich auch hier gelandet, aber das war damals auf der anderen Seite. Also Flieger und dann kleine Rechtskurve. Das heißt, ich habe schon Gas und habe die Bremse noch gedrückt und werde dann die Bremse lösen, dass ich früh genug hochkomme. Die Landebahn wird schon reicher, aber ich weiß nicht, wie steady ich nachher nach der Landebahn nach oben ziehen muss.
Okay, ich werde dann beim Hochziehen auf jeden Fall die blaue Linie ungefähr einhalten. Und los geht's. Werde ich bei den Ball gehen. Gears ab. Ja. Und hochziehen. Warum hat er keine Power? Flaps ab. Dreht sich ein bisschen in der grünen Bereich. Ich habe wahrscheinlich zu stark nach oben gezogen. Tatsache ist, dass ich gerade eigentlich ein bisschen im Überlegen bin, ob das sein kann, dass der so früh eine Stallwarnung kriegt, obwohl er eigentlich hier ein guter Bereich war von der Geschwindigkeit. Hier muss man es wieder noch ansehen, ob ich da eventuell zu viel nach hinten gezogen habe, das hier auch. Jetzt habe ich hier die blaue Linie. Ja, ich glaube, die Maschine hat gar nicht so viel Bums wie jetzt zum Beispiel Seneca, also ich glaube, dass die Seneca besser abzieht, obwohl sie schwerer ist. Die hat auch größere Motoren, die Seneca. Okay, die Karte schalte ich mal ab. Power Setting mal ein bisschen angepasst. Das geht in der Horizontalflug zum Geschwindigkeit aufbauen. Aber ich habe ja vorher hochziehen müssen eigentlich. Jetzt gucken wir, dass ich den Vertikalflug aufrechterhalte. Hier. Damit ich Geschwindigkeit aufbauen kann, damit ich hier ungefähr auf 160 komme. Ich habe jetzt hier ein gesundes Power Setting. Es kann nicht sein, dass das Abmarker eine Tinkauer hat. So, ein bisschen in den Linkbereich. Dann versuche ich mal die 6000 Fuß zum Halten. Es sei denn, ich wird durch die Borge gezwungen, höher zu steigen. Also 6000 sowas. Dann gehen wir hier. Yeah.
warum zieht er jetzt nach oben? Er hat noch irgendeinen einen Vertical-Speed da drauf. Und auf Heading. So, jetzt habe ich Steuerrad losgelassen und die mal gucken, ob der auslevelt bei 6000. Also ich wusste jetzt nicht, warum der trotzdem hochgezogen hat. Der hat irgendeinen Wert beim Vertical Speed programmiert gehabt. Ist einfach weiter hoch. Oder hat er die Bewegung, die Aufwärtsbewegung, die gehabt hat, beibehalten? Das kann auch sein. Dass er dann beim Einschalten vom Autopilot die horizontale, die vertikale Speed auch mit beibehält. Jetzt gucken wir mal, wie es draus aussieht. Geht schon beim letzten Mal, wo ich geflogen bin mit der Flie, die Bilder, was der Flugsimulator da hergibt, das ist der Hammer. Also ich habe jetzt von X-Plane noch nichts Vergleichbares gesehen. Ich muss aber auch zugeben, ich habe noch nicht viel von X-Plane. Dann wollte ich ja das hier noch machen. Also ich habe so nichts Vergleichbares gesehen zu dem Flugsimulator. Und ich habe meine Bedenken, was der Flugsimulator Nachfolge der 2024 angeht. Der hier, der läuft jetzt, der hat so lange gebraucht, bis er rund läuft. Seine ganze Kinderkrankheit am Anfang. Mit der Vereisung, mit den komischen die Höheprobleme, da wo plötzlich mit in der Pampa so aus dem Boden irgendwas rausgewachsen ist. Ja, und die Wettererscheinungen, bis das alles geklappt hat und jetzt funktioniert er einigermaßen. Ich bin glücklich mit dem so, wie es jetzt momentan ist, und jetzt kommt der nächste und dann mit dem mehr oder weniger absägen. Vielleicht kann man auch anfangs beide installieren. Die ganzen Add-ons, was ich jetzt habe zu dem Flugsimulator, ja, das FS Realistic, dann das FS LTL, wo die Flugzeuglibraries generiert, und andere Programme, was nur im Hintergrund läuft, das ist bei mir jetzt alles so eingestellt, dass es funktioniert, und ich hoffe nicht, dass es dann irgendwie entweder gar nicht mehr funktioniert, dass ich da auf Updates warten muss oder die Updates kaufen muss, weil seine Microsoft ist ja nur gesagt worden, dass man sich einen Marktpass gekauft hat, kann man weiterhin verwenden. Was bei manchen Sachen natürlich überhaupt nicht nötig ist, ja, irgendwie, weil es dann integriert sein wird. Die Wetter, die Jahreszeit meine ich. Ja. Das soll ja mit integriert sein. Thank you.
gar nicht richtig. Knappere können, ja. Das war bei den Flieh auch so. Da habe ich die umguckt außerhalb und komme zurück ins Cockpit und da war eine Wand vor mir und die konnte gerade noch hoch. Das war in einem anderen Video von dem Provider. Ja, das sind Rie von Parallel 42, genau. Also momentan fliege ich jetzt mit Autopilot und ich drehe das Setting zum Steuern. Und hier unten sehe ich ganz deutlich. Also im gelben Bereich kann ich noch fliegen, schwarze Bereich ist mehr als gut, rote Bereich, da wird es kritisch. Man soll ja auch nicht, so wie ich jetzt das mache, bitte durchfliegen mit den Tälern, sondern immer seitwärts, am besten auf der rechten Seite, wegen dem Gegenverkehr, damit, wenn es nicht reicht, damit wir eine Wende machen können. Aber ich denke mal, das Tal, das geht. Ich habe ja das Höhenradar, wie das heißt. Sehr ja eigentlich frühzeitig genug. Früh genug, ob es passt oder nicht. Darüber reizt es. Es reicht gerade so. Ich habe den Autopilot nicht ausgeschaltet, aber jetzt muss ich den Gegner jetzt. Hoppla. Ist jetzt natürlich gefährlich, wenn ich jetzt gehen muss, hoch. Okay, dann gehe ich 2000 Fuß höher. Gehe auf 9000. 3000 Fuß höher. Ich habe gerade Probleme gekriegt mit dem Heading. Das hat nämlich meine Eingabe gefolgt, so wie mich. Ich habe jetzt geschwind ausgeschaltet. So. Ein bisschen mehr Gas. Los. Und eingeschaltet.
Ich habe jetzt hier nicht mehr viel Luft, um Höhe zu gehen. Das wird auch immer schmäler. So. Bin ich wieder so wie vorher im Heading-Modus. Ich habe gar keinen Heading-Modus eingeschaltet, da geht es weiter in den Rollmodus. So, jetzt muss ich wieder ein bisschen abmagern. Also, an alle Realpiloten nicht nachmachen, was ich jetzt da gerade mache, ja. So, ich habe die Lichter vorher vergessen, ich muss den Strobe noch einschalten. Dann die Lichter habe ich vorher ausgeschaltet, gerade eingeschaltet geht. So, da vorne geht es wieder ein bisschen runter. Ja, was jetzt in letzter Zeit die Behauptung gemacht habe, ist, dass ich die Flüge aufzeichne, als nicht als Video, sondern als Recorder. Und dann irgendwelche Replays mache und das dann nochmal nach aufnehme. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Was war das? Ah ja, okay, nur 8000 Fuß, dann sind wir. Dann haben wir die Höhe erreicht. So, dann gucken wir mal, wo es hingeht. Also geht es noch höher. Hier auf 11.000. Sauerstoffflasche. Der Sauerstoff füllen wir jetzt nicht an, aber das, die halte das durch. Mehr an Höhe, schneller an Höhe gewinnen. Gehen wir auf 1000. Und jetzt morgen bei 1000 Feet per Minute, dass die Power von dem Flugzeug eigentlich an die Grenze kommt. Ja. Nur ein bisschen, ich gebe es Vollgas und hier komme jetzt mit meinen Verbrechern nicht mehr hoch in den Bereich, wo ich gar nicht. So. Also wenn ich über den Bauch nicht rüberkomme, dann kann ich auch hier unten noch eine Rechtskurve machen und eine Höhe gewinnen, um dann drüber zu schießen. Ich glaube, das mache ich auch. Kleiner Umweg. Ich war jetzt aber ziemlich langsam. Ich gehe mit dem Rest leicht. Ich gehe hier in den weißen, in den gelben Bereich und gehe dann hier rüber. Ja, das verbindet sich dann, dann kommt hier das Meer. Da ist es sehr auf Direct tut. So, jetzt muss ich aber ganz schnell
Horizontalfluggeschwindigkeit aufzubauen. Ich habe schon das Flattern gehört, das heißt kurz vorm Überzug, Strömungsabriss, Überziehding. Ich kann es hier rechts auch rüberfliegen und dann den Bogen weiter ausholen. Dann hier rüberfliegen. Und dann komme ich hier rüber, genauso machen wir es. So, mein Kleid, noch ein bisschen weiter rechts. Also das mit dem Heading ist ein bisschen ungenau. Wenn ich langsam drehe, wenn ich gerade ausflug bin, ich schalte das Heading mal ab. Jetzt, wenn ich langsam drehe, geht's. Hier sieht man den Heading Mark, das helle. Es geht, und sobald ich ein bisschen schneller drehe, dann ist nicht mehr kontrollierbar. Und wenn ich jetzt in der ganzen Hektik mal schnell versuche, den Kurs zu ändern, das geht schief. Schalter. Wo ist das, seht ihr mal nochmal? Mal gucken, aktuelle Uhrzeit, wäre es schon so. Geht auch noch hier. Ich hab gerade gedacht, dass da unten ein Flugplatz ist. Hier irgendwie. Ach, das war nicht der Fall. Moment, ich gehe mal geschwind. Ein bisschen nach links. Was ist das für ein Gepieps? Ich hab doch hier die 11.000, die Schaft drauf. Alert. Okay, nochmal. Das gleiche Problem habe ich jetzt mit dem Vertical Speed, dass ich das nicht punktgenau einstellen kann. Ich wollte nämlich mit dem Heading rüber und habe dann Vertical Speed aus der angehabt. So, jetzt schalten wir gleich die Lichter ein. Moment.
Karre. Und da kennt ihr eigentlich die Ende. Sie haben hier ein schönes Wetter in Spanien. In Zeitdruck. Die falsche Taste. 7 miles southeast of Sierra Papa Julia Romeo, 11,000 feet. Request flight following. Martin Romeo Juliet, 66 Lima Center. Squawk 1067. Squawk 1067, Martin Romeo Juliet, 66. Martin Romeo Juliet, 66 radar contact, 6 miles southeast of Sierra Papa Juliet Romeo, 11,000 feet. Altimeter tree 0 decimal, tree niner. Hoch. Mixer durch Netz auch hoch. Dann Gear Down. Flapstufe 1. Höhe 8900 ungefähr. Autopilot aus. Der nach unten. Der hat gerade voll nach unten gezogen. Okay.
weiß nicht, was los ist. Ich schaff's in der Höhe nicht. Sierra Papa Juliet Romeo traffic Martin Romeo Juliet 66 is on final runway 16 to land. Full flaps. Die beide Karte weg. Die Landebahn ist sehr lang, also mindestens 3 Kilometer und fast 3 Kilometer lang. Zumindest stand es so dran. 8000 Fuß. Okay. Wieso komme ich da in... Ich war in dem Bereich hier. Ich war in dem Bereich und hab so ein dramatisch... Das gäbe mir jetzt. Ich mach den Anflug nochmal. Vollgas. Das gäbe mir jetzt wieder. Ich weiß, ich bin zu schnell runter, aber normalerweise... Normalerweise hätte ich ja noch Denk haben müssen. Ja, von der Seite ist auch schlecht zum Anfang, aber trotzdem. Hallo? So. Also ich mache den Flug nochmal. Das geht ja nicht. Das gäbe mir jetzt wieder. Ich kann mit der Höhe nicht halten. Ich gebe Vollgas. Okay. Ihr habt zu weit abgemagert. Aber ich bin trotzdem noch schneller wie vorher. Nicht so schnell wie vorher, okay. Egal, jetzt versuchen wir die Landung einfach so. Flugplatz, wo bist du? Jetzt muss ich eigentlich irgendwann mal auftauchen. So bin ich vorher gekommen. Full Flaps. Warum habe ich bei Full Flaps ja, bei Full Flaps habe ich einen Strömungsabriss, bei Flaps Stufe 1 nicht. Full Flaps. Ganz einfach, ich habe keinen Strömungsabriss. Die Ding war... Okay. So, nochmal zurück, wo ich war.
Okay, A4. Full Flaps. Ah, okay, die Schnellverstellung hat dafür gesorgt, dass das Fahrwerk ausgefahren wird, eingefahren wird. Also so war ich vorher, okay? Okay, ich bin grenzwertig, was die Abmarkung angeht. Und jetzt also, Landung, die fünfte Klappe. So, jetzt mal ein rechter Winkel, das heißt, ich muss fast einen Sturzflug, sonst kommt ein Widerströmungsabriss. Ich weiß, das Flugzeug ist nicht für solche Chantade geeignet. Und idle. Ab. Also das war jetzt natürlich Spielerei, was ich jetzt gemacht habe mit dem 5-mal Lander und so komisch einfach. Ich hätte normalerweise auch können so ein gefährlichen Anflug machen mit so einem Sturzflug und ja, ich hätte normalerweise umdrehen müssen und die andere Bahn nehmen müssen. Das ist mir schon klar. Aber ich wollte wissen, was es liegt, dass der so absackt und da muss ich aufpassen. Der sackt ziemlich schnell ab. So. Ich parke es einfach hier. Halt. Ja, das Motor, der Motor hat eine Höhe. Erstmal keine Kraft und zweitens mal schon ganz knapp vom Ausgehen, wenn ich ins Idle gehe. Jetzt bin ich im Idle. Er hält sich gerade noch. So, cut off. So, Handbremse. Also wie gesagt, der Anflug normalerweise den nicht erzwingen darf. Ganz klar. Ja. Das ist, da gibt's nichts. Aber nachdem ich beim Anflug, obwohl die Geschwindigkeit noch im normalen Bereich war und plötzlich überzogen habe, dann wollte ich es einfach genauer wissen und habe mich dann mit der Schnellversetzung nochmal den Punkt gebracht. Und wie gesagt, normalerweise, Moment, ich schalte mal die Karte nochmal ein. Normalerweise hätte ich morgen müssen, dass ich hier zu hoch bin und außerdem auch das Gelände in Anflug von der Seite ein bisschen schwierig ist. Hätte ich hier rumfliegen müssen und dann so rumlanden. Ja. Was ist das da für einer? Ne, der hat kein Nummerschild. Das ist ein Generierter von dem. Also. Lichter aus. Moment. Das ist ja witzig. Lichter aus. Dann nehmen wir hier noch, was ist da noch an? Pitot ist noch an. Und gehen wir alle Avionik aus. Und Generator aus.
Batterie aus. Dann schmeißen meine Gäste raus. Okay. Dann geht's nicht gut, da ist ja der Punkt ganz rot. So. Und sie bleibt bei mir, jawohl. Dann machen wir die wieder zu. Sind sie draußen. Ich meine, ich habe jetzt natürlich auch ein Sprit-Trainer-Kit und die Gäste-Trainer-Kit, aber das hätte niemals dazu führen müssen, dass es hier schon zum Strömungsabriss kommt. Und auch, ich glaube auch, dass die Leistung ein bisschen besser sein müsste bei dem Flieger. Und der hier fährt rum, wie wenn es ein Fahrzeug vom Ding wäre. Vom Flugplatz. Da fährt immer so ein Tankwagen rum oder ein Feuerwehrauto oder irgendwie sowas, fährt immer auf Flugplatz rum und das macht der jetzt halt mit seinem Flieger. Ja. Also, Außenansicht. Also die Landung war natürlich bescheiden, das gibt's. Das ist mit dem Auto da los. Moment. Mal. Okay. Das da. Okay. Tiefer gelegt. Also gut, ich mache mich vom Acker. Ich bin jetzt mit der Landung zwar nicht zufrieden, aber ich habe was gelernt. Ja. Und zwar gerade, dass man halt ausreichend Schub braucht und dass das Flugzeug in dieser Höhe eigentlich gar nicht mehr für Landungen geeignet ist, vielleicht zum Fliegen. Aber Landungen und Starts sind kritisch. Und da bin ich eigentlich auch überrascht, weil das Gerät hat zwei Motoren, gut, hier quietscht die zwei Motoren und wenn da zwei Motoren drin sind, dann verringert sich auch die Auftriebseigenschaften von den Tragflächen, weil die Tragfläche ja ein Stück weit dann kürzer wird. Ist mir schon klar. Das heißt, dass normalerweise müsste die zwei Motoren Power haben. Dafür ist das Flugzeug anfälliger bei langsamer Geschwindigkeit. Aber ich muss immer so irgendwie so ins Horn einbrennen. Gut. Also, dann bis zum nächsten Mal und mal sehen, wie das da klappt mit dem Community-Event. Das ist jetzt, ja gut, wir sind seit Mittwoch bzw. Donnerstagmorgen. Und das Event ist am Sonntagmorgen. Also ich denke, ich werde noch einmal mit dem Flieger fliegen. Und dann müsste es funktionieren. So, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.